Wie haben Sie erfahren, dass die Veranstaltung heute stattfindet? Ja, die Veranstaltung habe ich gesehen auf einem Flyer und der hat mich sehr angesprochen. Es gibt ja ganz viele Generationenwechsel und Unterschiede. Und auf dem Flyer hat es auch viele Fragen, die politisch sind, die sehr wichtig sind. Und das ist ganz wichtig, dass für die Gesellschaft auch das Alter respektiert ist. Würden Sie sagen, es lohnt sich, dass man da mal mitmachen sollte und andere Leute? Ja, gut. Ja, weil die Meinungen sind ganz verschieden. Total verschieden, auch vom Alter her und so. Sind ja noch nicht alle so alt wie ich, oder? Aber auch Jüngere können ihre Meinungen haben vom Alterszentrum. Was hätte es Ihnen das bedeutet, dass Sie haben können Ihre Meinung abgeben können? Viel. Ich würde mich gerne äußern zu allem, was es gibt. Oder? Meine Themen ist, wenn ich etwas beibringen kann, meinen Landsleuten, dass die einfach aus diesem Gebiet die wahre Situation begriffen. Was hat Ihnen jetzt am meisten gefallen? Ja, eigentlich alles. Eben, es ist alles drum und dran. Ich finde es eine einmalige Gelegenheit, dass man als Bewohner von der Stadt Zürich sich so direkt kann einbringen in eine künftige Altersstrategie. Und ich finde, das sollte man die Chance nutzen.